Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Neulich im Garten. Hier ist der Stock. Es ist Anfang Juni, die Sonne scheint mal wieder, obwohl wir hatten genug Regen. Mag sich keiner beklagen. Ist Zeit für einen Gartenrundgang mal wieder. Jetzt ist das aber so umfangreich geworden, weil ich hier alles so rumstehen habe. Das geht in einem Mal nicht, das wäre ein stundenlanger Film. Deswegen mache ich das jetzt in einzelnen Teilen. Und der erste Teil, den ich heute zeige, ist der eigentliche Gemüsegarten draußen. Das, was wir jetzt hier hinten so sehen. Von hier an, so rum, bis da zu den Erdbeeren. So, von der Seite aus, was sieht man hier? Zwiebeln und Schalotten. Obwohl, die machen sich nicht besonders gut. Ich weiß nicht warum. Daneben steht Hirschhornwegerich und Mizuma oder so ähnlich heißt das. Irgend so ein chinesischer Kohl. Habe ich eine ganze Reihe von gehabt, habe ich kein bisschen von benutzt. Der steht jetzt hier zum Aussamen. Daneben wachsen noch ein paar kleine Melden. Rote. Stielmus, zwei Reihen und dazwischen abessinischer Kohl. Im Gegensatz zu dem sibirischen Kohl wächst der aber äußerst langsam. Wer weiß. Daneben ein absolutes Desaster. Möhren. Zweimal ausgesät. Und trotzdem nur ein Bruchteil dessen, was da sein müsste. Also man sieht auf der rechten Seite die Sorten. Und die ganz rechte ist relativ gut. Die geht auch noch. Aber links nur bruchstückhaft. Grauselig. Dicke Bohnen, ein noch größeres Trauerspiel. Da sind sogar Pflanzen von kaputt gegangen. Von den ganzen Läusen. Die sind so weit von voll. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Die Läuse sind zwar alle wieder weg, oder zum größten Teil. Ich weiß nicht warum, das feuchte Wetter hat denen vielleicht den Garaus gemacht. Oder die diversen Marienkäfer, die hier rumfliegen. Also jede Menge davon. Aber Bohnen sind da nicht viele. Und selbst die Bohnen sind voll mit Läusen. Das wird nicht viel geben. So. Unter dem Netz Buschbohnen, auch wieder zwei verschiedene Sorten. Die linke war recht gut, die rechte kommt auch nur sehr zögerlich. Hier ein paar vernünftige Knoblauch. Was sehr gut war, waren Erdbeeren dieses Jahr, trockene Wetter. Jetzt sind auch noch ein Haufen Erdbeeren dran. Aber wir haben schon eimerweise geerntet. Die sehen jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Weiß nicht warum, aber wir haben eimerweise geerntet. Waren auch durch das trockene Wetter relativ wenig Schnecken dran. Mittendrin der Quadratmeter sibirischer Kohl. Der ist schon wieder schnittreif. Zwei Pflanzen, wie gesagt, sind kaputt gegangen. Hier vorne habe ich dann eine Futterrübe reingetan und hinten ein Mangold in die Ecke. Hier beginnt ein Rettich zu blühen. Dann haben wir Radieschen. Habe ich viel zu viele dieses Jahr gehabt. In der Mitte Rettich. Die weißen und da hinten kommen Ulmer Ochsenhörner. Dahinter die zwei Reihen. Einmal sind das Ananaskirschen und Erdkirschen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alles, was mit Erbsen zu tun hat, sieht nicht besonders gut aus. Das waren ja nur so exotische Sorten, die eigentlich nicht mehr angebaut werden. Nicht so das Wahre. Eine Annenbeere. Hier stehen ein paar Porris und ein paar Selleries, obwohl die keiner bei uns isst, aber nur gut. Topinambur. Und kommen wir hier zum Kohl. Der hat sehr schwer zu leiden gehabt unter, ich nehme an, Vogelfraß, weil Schnecken habe ich keine einzige gefunden. Im ganzen Gemüsebeet, so gut wie keine Schnecke, außer bei den Erdbeeren. Da ist eine Pflanze, die ist sogar ganz soweit geschwächt, aber gar nichts. Wir haben Butterkohl, Spitzkohl, Blumenkohl, Rotkohl, Wirsing und jede Menge Brokkolis, weil die Kinder das so gerne essen. Der Rotkohl ist erstaunlich, den packt kein Tier an. Also man sollte sich echt überlegen, ob man nicht mehr mit Rotkohl machen kann. So, gehen wir weiter. Kommen wir an eine ganz exotische Angelegenheit. Das ist kein Mais, sondern Zuckerhirse. Mache ich zum ersten Mal. Wer weiß, was das hier wieder wird. Dahinter tatsächlich, das müssten Pastinaken sein. Das waren zwei verschiedene Sorten.
hier und dahinter. Die eine Sorte waren nur zwei, überhaupt keine aus der Erde gekommen. Und hier vorne, das ist in Ordnung. Schwarzwurzeln, wie gesagt, auch zwei verschiedene Sorten. Die vordere, die ging ja noch, da sind ja noch ein paar. Die Sorte ist überhaupt nicht rausgekommen. Ich muss da nochmal nachlesen, was da für Sorten waren. Da habe ich jetzt Popcorn-Mais reingestellt. Danke dem Spender. Das sind Linsen. Ich sehe hier zwar gar nichts, aber es sind zumindest ein paar Blüten dran. Wer weiß, was das wird. Die sahen auch besser aus, aber jetzt der Regen hat denen nicht ganz so gut getan. Irgendeiner hat mir geschrieben, Linsen mögen keine Feuchtigkeit, mögen keinen Regen. So, hinter dem Kohl diese dicken Zwiebeln, Gemüsezwiebelnreihe und Mais. Diesmal habe ich den in diesem Jahr ausgesät statt gepflanzt. Mal sehen, ob der noch reif wird. Ein Kürbis, ein paar Kohlrabis. Ups, meine Schlangengurke im Freiland, was macht die? Ja, muss ich auch mal anbinden. Dann Stangenbohnen wieder unter unserem Zelt. Zwei, es sind sechs Drähte. Zwei sind recht gut gewachsen. Da kommt nichts. Habe ich schon das zweite Mal gemacht. Ja doch, jetzt kommen welche. Neckargold ist das, glaube ich. Das klappt nicht. Sieht nicht gut aus. Und hier auf der Seite drei Superschmelz. Um ein bisschen Platz zu sparen, habe ich mir so Gerüste gebaut aus Baudraht mit zwei Stangen drin. Da sollen die Gurken jetzt hochwachsen. Das sind insgesamt drei verschiedene Gurken. Einlegegurken, Senfgurken und chinesische Schlangen. Die waren nämlich immer lecker, die letzteren. Davor stehen ein paar Ringelblumen. Dann habe ich noch ein ganzes Stück was Freies. Das muss ich mir noch überlegen. Pak Choi, Fenchel oder dergleichen. Das kommt noch. Neuseeländer Spinat. Ich muss mich mal wirklich mal dran geben, das mal zu probieren, was das ist. Haben wir noch nie gegessen. Dann zwei Tomaten. Und dahinter für die Kaninchen Futterrüben. Die sind vorgezogen. Die sind also wesentlich weiter als welche. Hinten an anderer Stelle habe ich sie ausgesät. Wesentlich weiter. So, hier haben wir wieder, wie gesagt, Gurken. Dann schwarze Körnerbohnen. Warum schwarze? Weil die Schwarzen haben sich, hatten in einem Jahr keinen einzigen Bohnenkäfer drin. Und die weißen Bohnen, die waren alle mit Bohnenkäfern voll. Das war nicht das Wahre. So. Und jetzt eben nur die schwarzen. Irgend so eine norddeutsche Sorte. Bohnen versuche ich hier. Buschbohnen. Hier haben wir auch noch ein Stückchen frei. Dann kommen wir zu wieder was ganz Exotischem. Popamaranth. Auch selbst vorgezogen. Der sieht ganz gut aus. Dahinter steht Romanesco. Auch aus eigener Anzucht. Und hier, wie gesagt, die chinesischen Schlangen. Verschiedene Beete. Und zwar einmal die Kringelbeete, also die so rot-weiß gekringelt ist. Da sind immer noch zu viel drin, muss ich mal rausreißen hier. So, dann haben wir weiße Beete. Ist auch schon was dran. Und zwei verschiedene rote Beeten. Direktsaat, das hat prima funktioniert. Während die Direktsaat hier beim Chicorée nicht so funktioniert hat. Das waren 1, 2, 3, 4 Reihen. Wie gesagt, die ersten beiden, alles verschiedene Sorten. Die ersten beiden taten mit gar nicht oder äußerst wenig. Dahinter ist etwas mehr, aber bei weitem nicht so, wie ich mir das hätte gewünscht. Gehen wir weiter. Hier sind die Futterrüben, die ich ausgesät habe. Und hier vorne irgendeine Sorte Erbsen, irgend so was Exotisches. Ich weiß nicht, Speiseplatterbsen oder sowas. Weiß nicht, muss ich auch nochmal nachsehen. Das ist kein Grünkohl, das ist Grünkohl, aber das nennt sich friesische Palme, die ja so richtig so 2 Meter hoch werden soll. Bin mal gespannt. Drei verschiedene Zucchini. Grüne, weiße und gelbe. Und hier, wie gesagt, noch ein Mangold. So. Das müssten Zuckererbsen sein. Die wachsen überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Die sehen so etwas von grottenschlecht aus. Entweder liegt an der Nachbarschaft
Ich weiß nicht. Oder die Sorte hat nicht gestimmt. Da unten der eine ist ein Algiersalat. Und das sind normale Erbsen. Die sehen auch nicht besonders gesund aus. Was sich vor allen Dingen nicht besonders bewährt hat. Ich habe hier Gerüste gemacht mit so einem biegsamen Draht. Das passt nicht. Das ist nicht schön. Lieber diesen Baustahl nehmen. Baustahlmatten. Die sind besser. Dann haben wir ein paar Blumen. Irgendeine Mischung, die habe ich da reingetan, damit das etwas hübscher aussieht. Und hier essbare Blüten. Obwohl ich jetzt nicht weiß, was davon letztendlich Blüten sind, die man essen kann, oder ob da Unkraut dabei ist, was blüht. So, hier haben wir Wurzelpetersilie. Ich wusste erst nicht, was das war, aber das müsste Wurzelpetersilie sein, weil das riecht nach Petersilie. Sehr langsam, sehr zögerlich kommt das hier. So, und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Übrigens, in diesem Jahr habe ich keine Wege mit diesen Pferdeplatten hier gemacht, sondern einzelne reingelegt. Weil die kann man hochheben und wenn der Unkraut durchwächst, kann man die einfach das Unkraut darunter wegmachen. So, von der Seite sieht man noch den chinesische Keule, Spargelsalat. Dann irgend so eine exotische Sorte Salat, Teufelsohren. Die wächst hier draußen zwar auch, aber im Gewächshaus sieht die wesentlich besser aus. Und Okra. Was auch immer das ist, so was ähnliches wie Kartoffeln. Muss man sehen. So, auf der Seite haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Spargelsalate. Rote Melde. Obwohl die hat sich irgendwie nicht so bewährt. Also ich mache die schon weniger essen. Sehr schlecht gekeimt und sieht nicht besonders gut aus. Und daneben haben wir noch grüne Melde, die ist noch schlechter gekeimt. Das war ja schon die zweite Aussaat, davon ist höchstens jeder 50. Samen überhaupt zum Wachsen gekommen. Weiß nicht, die Sorte hat irgendwie nicht so gestimmt. Spargelsalat werde ich diese Tage machen. Und hier haben wir noch ein kleines Beet, wo was ganz Besonderes wächst. Und zwar müssten das Zuckerwurzeln sein. Die haben ja ewig lange in der Erde gelegen, ohne dass sich was getan hat. Aber es sind zumindest ein paar rausgekommen. Also da bin ich schon mal zufrieden. Das waren zwei Reihen. Bei der zweiten Reihe ist nur dieses eine Stückchen. Und hier vorne sind wenigstens ein paar dabei. Ein bisschen Dill. Hier soll Koriander wachsen, weil Basilikum und Bohnenkraut hat überhaupt nicht funktioniert. Und hier ein paar Kräuter. Zitronenmelisse. Aber irgendwie dieses Beet wächst überhaupt nicht hier. Also man sieht, da wächst eine ganze Menge im Garten. Und was noch alles so auf dem Weg ist, wie immer habe ich natürlich viel zu dicht gesät und viel zu dicht gepflanzt. Das ist jedes Jahr dasselbe Spiel. Ich habe da noch Massen von Pflanzen rumstehen, die noch irgendwo hin müssen. Soweit erstmal zum Gemüsegarten. Die nächsten Teile kommen die Tage, das ist einmal hinten Getreide, weil das hat sich wirklich gut entwickelt, da bin ich echt stolz drauf. Dann haben wir ja noch Obst und Beeren, Pilzzucht und vor allen Dingen der Folientunnel. Das kommt in späteren Filmen. So, wer mehr wissen will oder wer weiter auf dem Laufenden bleiben will, neulich im garten.de/blog oder YouTube-Kanal RH Hase. Immer wieder Neues, immer wieder Interessantes. Tierzucht, Bienen, Garten. Gewächshaus, alles so Sachen und manches auch zum Totlachen. Gut, bis dann und tschüss.